Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. S-Log 3 oder ein anderes flaches Bildprofil. Das ist meistens für einen Filmanfänger noch so ein Mysterium. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, warum man mit einem flachen Bildprofil filmt und vor allem, wie man damit richtig filmt. Als Filmanfänger filmst du ja normalerweise in deinem Standardbildprofil deiner Kamera, dem sogenannten REC 709 Bildprofil. Das ist in der Regel ja schon ein ganz gutes Bildprofil, wo du wirklich aus deiner Kamera schon ordentlich was rausholen kannst und wo deine Aufnahmen einfach schon gut aussehen. Aber es gibt auch die sogenannten flachen Bildprofile, speziell bei Sony-Kameras das S-Log 3-Format oder bei Canon-Kameras das C-Log-Format oder bei RED-Kameras gibt es auch ein flaches Bildprofil, ebenso wie bei allen anderen Kameras bekannter Hersteller. Und selbst beim Smartphone kannst du mit einer richtigen App im flachen Bildprofil filmen. Und das hat noch einiges an Vorteil, denn mit einem flachen Bildprofil kannst du nachträglich in der Nachbearbeitung noch wesentlich mehr aus deinen Aufnahmen herausholen. Ein flaches Bildprofil bringt nachträglich mehr Dynamik in deine Aufnahmen. Im nachträglichen Color Grading kannst du außerdem bei einem flachen Bildprofil noch wesentlich mehr retten, als wenn du in einem Standardbildprofil gefilmt hast. Ein S-Log 3 Bildprofil sieht erstmal sehr kontrastarm und entsättigt aus. Und das schreckt natürlich viele Filmanfänger erstmal ab unter dem Motto, huch, kann das denn überhaupt was werden? Das sieht schon so komisch bei der Aufnahme aus und deshalb wähle ich doch lieber ein Standardbildprofil. Nein. Und da gibt es auch gleich noch eine kleine Hilfestellung von mir, ein Tipp gleich zum Schluss dieses Videos, wie du schon direkt während der Aufnahme perfekt sehen kannst, wie dein fertiges Bild nachher aussieht. Also trau dich ran. S-Log 3 bietet mehr Bilddynamik, generell ein besseres Bild und viel mehr Möglichkeiten in der Postproduktion. Doch wie stelle ich jetzt meine Sony-Kamera richtig auf S-Log 3 ein? Das möchte ich dir jetzt mal kurz Schritt für Schritt erklären. Generell musst du erstmal wissen, ob deine Sony überhaupt das S-Log 3 Bildprofil unterstützt. Moderne oder aktuelle Sony-Kameras tun dieses, wohingegen ältere Kameras oder auch kleinere Kameramodelle von Sony dieses vielleicht noch nicht integriert haben. Das solltest du erstmal bei den technischen Daten nachschauen, ob deine Kamera generell das S-Log 3-Format unterstützt. Zum Beispiel so eine A7 S3 oder auch eine Sony FX3 unterstützen das S-Log 3-Format, da hast du von vornherein keinerlei Probleme. Schauen wir uns das jetzt mal exemplarisch hier an meiner Sony-Kamera an. Du gehst in das Fotoprofilmenü und wählst dort die Einstellung PP8 aus. Und dann schaust du, wie die Einstellungswerte hier richtig eingestellt sind. Und zwar siehst du, dass da bei Gamma S-Log 3 steht. Das ist genau richtig. Und unten beim Farbmodus steht S-Gamut 3 Cine. Das ist genau die richtige Einstellung, mit der du in S-Log 3 filmen solltest. Sollten diese Einstellungswerte noch nicht so sein, kannst du dieses Profil zurücksetzen, indem du einfach nach unten scrollst und dann auf Rückstellen klickst. Und damit kannst du dein Bildprofil PP8 wieder von vornherein einmal resetten und hast dann entsprechende Einstellungswerte. Mach nicht den Fehler und film zum Beispiel im PP9 Bildprofil. Da steht zwar auch S-Log 3 bei Gamma, allerdings beim Farbmodus steht S-Gamut 3. Und das ist nicht perfekt fürs nachträgliche Color Grading. Ja, es ist schon gut, es ist auch professionell das Farbprofil, aber das andere Bildprofil ist auf jeden Fall einfacher, um nachträglich besonders die Hauttöne schön zu graden. Und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall in dem PP8 Bildformat mal zu wählen. So, deine Kamera hast du jetzt auf das richtige Bildprofil gestellt. Bei der Belichtung muss man jetzt aufpassen, denn bei S-Log 3 gibt es eine Besonderheit. Oftmals höre ich von Filmanfängern, dass sie sagen, ah, ich filme ungern in S-Log 3, weil das Bild sieht immer so schnell so verrauscht aus. Nein, tut es nicht. Das tut es nur, wenn du die falsche Belichtung gewählt hast. Denn bei S-Log 3 musst du etwas überbelichten. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber es sorgt einfach dafür, dass du im Anschluss nach der Farbkorrektur ein perfekt belichtetes, rauschfreies Bild hast. Mach nicht den Fehler und belichte S-Log 3 wie deine Aufnahmen mit den normalen Bildprofilen. Dann hast du das Problem, dass du von vornherein nämlich zu dunkel aufnimmst und im Nachhinein einfach das ganze Bild durch das Heller ziehen sehr verrauscht aussieht. Du wählst das Gegenteil. Du belichtest etwas über in S-Log 3 und das kannst du auch wunderbar kontrollieren, denn du hast ein Multimeter hier in deiner Anzeige. Da steht mm und dieses Multimeter sollte ja normalerweise immer bei plus minus 0 stehen, bei einem normalen Bildprofil. Nicht jedoch bei S-Log 3. Hier wählst du einen Wert von plus 1,7 bis plus 2,0. Das ist ganz wichtig, dass du diese Einstellung so vornimmst. Dann kannst du später besser im Nachhinein die Schatten etwas runterziehen in der Belichtung. So hast du weniger Rauschen im Bild und das Bild sieht einfach viel besser belichtet aus.
Achte darauf, dass die 2 nicht anfängt zu blinken. Das Multimeter zeigt nämlich nur bis 2,0 an. Dementsprechend Werte, die da drüber liegen, dann fängt das Multimeter an zu blinken. Das bedeutet einfach, du hast überbelichtet. Da musst du natürlich bei den Kameraeinstellungen entsprechend gegensteuern. Und dann, wenn du diesen Wert zwischen plus 1,7 und plus 2,0 richtig eingestellt hast, hast du ein perfekt belichtetes Bild. Kannst du übrigens auch sehen, wenn du noch ein Histogramm einblendest bei deiner Kamera, dann siehst du, hier ist nichts überbelichtet, alles ist perfekt ausbelichtet. Ein besonders schönes Hilfsmittel ist es auch noch, mit der Zebra-Anzeige zu arbeiten. Das ist eine wunderbare Funktion, um Überbelichtung zu sehen. Du kennst das, dass einige überbelichtete Bildbereiche mit dem Zebra plötzlich so anfangen zu flirren. Das sind so schwarz-weiße, schachbrettartige Raster, die in den Flächen dann anfangen zu flirren, die dann überbelichtet sind. Wenn du zum Beispiel einen Sonnenuntergang filmst, ist natürlich die Sonne ein besonders heller Punkt. Das heißt, hier kann es schon mal sein, dass das Zebra hier anfängt zu kriseln. Das ist auch völlig okay. Problematisch wird es allerdings, wenn du eine Person im Sonnenuntergang filmst, die dort vorsteht. Wenn dann im Gesicht anfängt irgendwas zu flirren, dann hast du auf jeden Fall überbelichtet. Das heißt, da musst du entsprechend gegensteuern. Wohingegen, wenn die Sonne im Sonnenuntergang so ein bisschen fliert, ist das völlig in Ordnung. Also Zebras ist noch eine wunderbare Möglichkeit, um zu sehen, ob deine Aufnahme überbelichtet ist. Und zusammen mit dem Multimeter hast du hier eigentlich die besten Werkzeuge in der Hand, um korrekt zu belichten. Gerade wenn du zum Beispiel als Hochzeitsfilmer unterwegs bist oder als Dokumentarfilmer oder als One-Man-Kurzfilmer, also du hast keine große Crew bei dir, die dir hilft beim Lichtsetup oder sonstiges, ist das doch eine schnelle Möglichkeit, um bei verschiedenen Locations sich schnell auf die Gegebenheit, auf die Lichtsituation einzustellen und die Kamera entsprechend korrekt einzustellen. Eine weitere Besonderheit bei S-Log3 ist der sogenannte Basis-ISO-Wert, denn dieser liegt bei S-Log3 bei 640. Das siehst du in der ISO-Anzeige, dass Werte unter 640 so einen Balken über der Zahl und unter der Zahl haben. Das sind ISO-Werte, die du tunlichst nicht wählen solltest, weil hier versagt dann die Belichtungskorrektur oder Belichtungskontrolle deiner Kamera. Das heißt, hier kannst du nicht akkurat belichten, beziehungsweise hast keine Kontrolle darüber. Und deswegen empfehle ich dir oder auch der Hersteller generell bei S-Log3 keinen ISO-Wert unter 640 zu wählen. 640 ist sowieso einer der dual nativen ISO-Werte deiner Sony-Kamera, wenn du eine FX3 hast oder eine A7S III, denn diese Kamera hat einen dualen nativen ISO-Wert. Es sind zwei ISO-Werte, die möglichst rauschfrei sind. Das heißt, 640 ist der untere native ISO-Wert, der ein möglichst rauschfreies Bild garantiert, und der obere ist 12.800. Das heißt, wenn du bei wenig Licht filmst, solltest du keinen ISO-Wert zwischen 5.000 und 10.000 wählen, sondern lieber gleich auf ISO 12.800 springen. Denn hier rauscht dein Bild weniger als zum Beispiel bei ISO 8.000. Das heißt natürlich auch, dass du die Kamera entsprechend einstellen musst, dass du dann nicht überbelichtest bei wenig Licht. Das heißt, wenn du mit ISO 12.800 filmst, kannst du eventuell nicht ganz offenblendig filmen, weil dann doch vielleicht noch zu viel Licht in der Umgebung ist, dass dein Bild überbelichtet. Oder du musst mit der Verschlusszeit arbeiten. Auch hier kannst du natürlich entsprechend gegensteuern. Oder du verwendest einen ND-Filter, sodass weniger Licht auf deinen Kamerasensor fällt. Achte auf jeden Fall natürlich darauf, dass dein Bild weiterhin korrekt belichtet wird. Aber diese zwei ISO-Werte, 640 und 12.800, bieten von Haus aus bei deinen Sony-Kameras schon mal ein perfekt belichtetes, rauschfreies Bild. Und jetzt gibt es noch ein wunderbares Hilfsmittel, um direkt auf der Kamera zu sehen, wie dein fertiges Ergebnis aussieht. Thema Weißabgleich. Ist ja auch mal sehr schwierig, sonst im S-Log 3 Format zu beurteilen, weil du hast ja ein entsättigtes, relativ kontrastarmes Bild und kannst da nicht schnell sofort auf Anhieb sehen, ob der Weißabgleich richtig eingestellt ist. Und hierzu schaltest du den Gamma-Assistenten ein. Der Gamma-Assist sorgt einfach dafür, dass dein Bild von vornherein auf dem Display deiner Sony-Kamera so angezeigt wird, wie es dann später aussieht im fertigen Ergebnis. Also quasi schon, als wenn es mit der typischen Rec 709 Konverter-LUT farbkorrigiert wurde. Das heißt aber nicht, dass die Aufnahme auch entsprechend schon so aufgenommen wird. Deine Aufnahme auf deiner Speicherkarte ist nach wie vor noch in einem entsättigten, flachen Bildprofil. Das ist einfach nur für dich eine Möglichkeit, um den Weißabgleich besser beurteilen zu können und einfach natürlich generell schon mal zu sehen, ob du ideal belichtet hast. Ein super wertvolles Werkzeug, und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, diesen Gamma-Assistenten auch einzuschalten. Und das kannst du ganz einfach einstellen, indem du dir unten bei dem Menü ganz auf den untersten Bereich hier auf dieses
Was ist das? So ein bisschen dieses gelbliche Menü hier fährst. Dann gehst du auf Anzeigeoptionen, dann gehst du auf Gamma, Anzeigehilfe, Typ. Und da wählst du dann Auto aus. Und die Menüfunktion darüber, Gamma, Anzeigehilfe, die aktuell auf Aus steht, die schaltest du dann ein. Und schon hast du eine wunderbare Vorschau deines fertigen Bildes, wie es dann letztlich dann aussieht, wenn du mit der Standard-REC 709 da das ganze farbkorrigiert hast. Und dann kannst du dein Bild auf jeden Fall besser beurteilen. In der Postproduktion bearbeitest du S-Log3-Aufnahmen in der Regel so, dass du erstmal eine Standard-Konverter-LUT deines Herstellers dir runterlädst und diese auf das Bildmaterial anwendest. Mit dieser Konverter-LUT erhält dein Bild fast schon wieder den normalen Standard-Look. Wofür brauche ich dann überhaupt S-Log3, wenn ich mit dieser Konverter-LUT einfach wieder mein Standardbild in REC 709 herstelle, fragst du dich vielleicht. Ganz einfach, wenn du mal diese zwei Aufnahmen vergleichst. Das eine ist eine Aufnahme, die ich direkt in REC 709 gefilmt habe und das andere eine, die ich in S-Log3 gefilmt habe und dann mit der Konverter-LUT bearbeitet habe. Und du siehst hier bei dem Bild ganz klar einen deutlichen Unterschied. Die Aufnahme mit S-Log3 hat wesentlich mehr Dynamik und Lebendigkeit im Bild als die andere Aufnahme. Ganz bewusst habe ich extra diese Aufnahme genommen, die nicht perfekt ausgeleuchtet ist, um die Unterschiede somit noch deutlicher zeigen zu können. Im Nachhinein kommen jetzt natürlich noch verschiedene Farbkorrekturen in der Postproduktion zur Anwendung. Das heißt, du passt so ein bisschen die Belichtung an, korrigierst dein Bild erstmal so auf der Basis so ein bisschen und danach wendest du noch eine LUT an, einen sogenannten Lookup-Table, um einen entsprechenden Filmlook zu bekommen. Es gibt ja die Standard-LUT, der typische Teal and Orange Look, wird immer sehr gerne in Blockbuster-Filmen genommen, dieser typische orange-bläuliche Kontrast-Look oder auch eine andere LUT. Mit einer LUT kannst du den Filmlook in deine Videos bringen, die du gerne haben möchtest. Und das ist dann quasi der Color-Grading-Prozess, der natürlich etwas aufwendiger ist, als wenn du von vornherein nur mit dem Standard-Bildprofil filmst. Aber ich denke mal, diese Mühe ist es doch wert. Und so aufwendig ist es gar nicht, weil selbst mit dieser Standard-Konverter-LUT von Sony sieht das Ergebnis doch schon sehr gut aus. Und alles andere ist dann nur noch on top weitere Feinarbeit. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mit einem flachen Bildprofil zu filmen. Ja, und da sind wir auch schon generell bei der Frage, für wen eignet sich denn eigentlich so ein flaches Bildprofil? Für den Hochzeitsfilmer, für den Dokumentarfilmer, für den, der mal einfach nur eben zwischendurch ein paar Aufnahmen machen möchte oder wirklich der, der die großen szenischen Kurzfilme oder Hollywood-Blockbuster-Filme drehen möchte? Also eigentlich eignet sich dieses S-Log3 Bildprofil wirklich für jeden. Selbst für einen Hochzeitsfilmer, der mal eben schnell ein paar Aufnahmen natürlich immer situationsbedingt machen muss oder den Dokumentarfilmer, auch hier sehen deine Ergebnisse einfach besser aus. Und wie gesagt, du hast einfach im Nachhinein noch die Möglichkeit, mehr aus deinen Aufnahmen zu retten. Gerade bei schwierigen Lichtverhältnissen, wo du sonst vielleicht bei REC 709 Aufnahmen, also bei Standardaufnahmen, doch mal hier und da überbelichtet hättest, da kannst du in S-Log3 doch noch einiges herausholen. Aber natürlich gilt, filme auch gerne einfach erstmal nur im Standardbildprofil als Filmanfänger. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung und moderne Kameras wie zum Beispiel die A7S III oder die FX3 bieten von Haus aus schon perfekte Ergebnisse. Also setze dich nicht unnötig unter Druck. Es ist einfach nur meine Empfehlung, dich als Filmanfänger auch möglichst früh an dieses Bildformat heranzutrauen. Also ich hoffe, ich kann mit diesem Video dieses ganze so ein bisschen, dieses S-Log3, dieses diffuse S-Log3 und flache Bildprofil-Thema so ein bisschen entmystifizieren. Wenn du dich generell fürs Filmemachen interessierst, schau dir mal meine Wollfilms Filmakademie an, die ultimative Online-Filmschule für alle Filmanfänger auf wollfilms.de. Da ist natürlich das Thema Filmen mit einem flachen Bildprofil auch noch eins von vielen, aber hier findest du unzählige Videos genau bedarfsgerecht auf dich zugeschnitten als Filmanfänger und hier nehme ich dich quasi mit an die Hand und führe dich Schritt für Schritt ein ins Filmemachen. Vom Anfänger zum Pro. Schau mal auf wollfilms.de, wenn es dich interessiert. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich gerne über dein Feedback. Wie siehst du das? Filmst du auch gerne im S-Log3 oder filmst du überhaupt schon im S-Log3? Oder in welchem Bildprofil filmst du? Oder sagst du dir, ich filme im Standardbildprofil, das reicht mir völlig aus. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer. Ciao.